herzlich willkommen zum dritten Gleiswetter. Wie versprochen, melden wir uns nochmal vor der zweiten Premiere. Wir schauen hier gerade auf den Satellitenfilm. Wir sehen, dass das Wulchenband da jetzt über die Schweiz hinwegzieht und nicht weiter störend ist für unser Wetter. So wird dann auch das Wetter am 10. Juli, an der zweiten Premiere, famos, kann man sagen. In der ganzen Schweiz sieht es relativ sonnig aus, vor allem im Zentralen von der Schweiz sehr sonnig. Bei uns oben im Norden kann es vereinzelt Wolken geben, aber trotzdem bleibt es in der ganzen Schweiz meist sonnig. Temperaturen, die bewegen sich zwischen sommerlichen 32 Grad bei uns. Also das heisst, es gibt einen heissen Tag in der Zentralschweiz, kann es sogar 34 Grad geben. Bei uns dann in der Region Zürich auch bis zu 34 Grad möglich. Spitzenreiter ist die Westschweiz mit bis zu 35 Grad. Nur wer es lieber kühler mag, der geht am besten ins in Kanton Graubünden mit 25 Grad. Also gerade angenehm. In der Nacht sieht es nicht mehr so schlecht aus wie vorher. Es kühlt nicht mehr so stark ab, sondern es gibt eine Tropennacht, wie man da sagt, in der Schweiz. Mit bis zu 20 Grad bei uns. In Richtung St. Gallen kann es sogar bis 21 Grad werden. In der ganzen Schweiz sonst auch mit 19 Grad sehr sommerlich warm. Nur in der Region Bern gibt es vielleicht bis 18 Grad. Jetzt schauen wir auf unseren Zoom. Das ist die Wetterübersicht für Winterthur. Los geht's am Morgen mit noch ein bisschen Wolken. Das zieht sich dann auch über den Mittag. Am Abend kann es vereinzelt Regen geben und auch Gewitter. Und in der Nacht dann kühlt es wahnsinnig ab bis auf 20 Grad. Also auch dort nicht besonders kühl, aber das Wetter bleibt dafür schön mit nur vereinzelten Wolken. Der Wind bleibt konstant zwischen 4 bis 6 Stundenkilometer. Am Morgen ist er dann noch etwas schwächer, bis nur etwa 2. Temperaturen bewegen sich den ganzen Tag zwischen 20 und 33 Grad. Eben am Mittag dann mit zu 33 Grad sehr heiß. Die Sonne begrüßt uns schon morgen um 5:30 untergeht tut sie dann um 8:30. Das wäre es vom dritten Gleiswetter. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare zweite Premiere. Viel Vergnügen und viel Spass. Tschüss.